Falls du preiswerte Ultimate Team Münzen sowie PSN-Karten oder Microsoft Points kaufen möchtest, schau mal in die Beschreibung, dort findest du den Link zu meinem Sponsor MMOGA. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Karrieremodus mit mir, dem Simon von den Gamer Brothers und dem FC Bayern München. Und ja, wir stehen vor dem Bundesligaspiel auswärts bei Bayer Leverkusen. Bei denen geht es noch um vieles. Und zwar, ob sie dann am Ende Champions League oder Europa League spielen. Leverkusen, Schalke, Hamburg, Gladbach, die kloppen sich da um den vierten Platz. Dortmund scheint da besser aufgestellt zu sein, denn die haben 3 Spiele Rückstand und schon 2 Punkte mehr als Leverkusen. Ja, und wir 6 Punkte vor vor Wolfsburg. Jetzt ein Sieg und ich denke mal, der Titel ist so gut wie klar. Dann hätten wir 9 Punkte Vorsprung. Spieler des Monats bekannt gegeben ist wer? Hey, Spieler des Monats? Martin Harnik, okay, warum auch immer. Ich glaube, ich spiele wieder mit der Champions League-Formation. Die gefällt mir so gut. Boateng raus. Heuberg ist ja auch verletzt. Dann Müller rein. Benatia kann wieder. Martinez ist gut gesperrt. Dann auf die rechte Seite. Nee, wen habe ich jetzt rausgenommen? Der Innenverteidiger Müller. Nicht so eine gute Idee. Machen wir dann Benatia hin. Und rechts dann Müller für Carvajal. Wunderbar. Und dann schauen wir doch mal, was jetzt hier so in dem Bundesligaspiel auswärts in Leverkusen läuft. Hatte ich hier gerade gesehen, Torschützenliste. Schauen wir uns auch mal an. Haben wir insgesamt 3 Bayern auf der ersten Seite. Ribéry 9 Treffer. Lewandowski 14 und Müller 19, die ersten beiden. Lewandowski war ja eher so ein Sorgenkind. Ist dann so abgegangen am Ende. Wo ist Robben? Hat er nicht so viele in der Bundesliga? Ist Robben da nicht drin? Doch, Robben 7. Okay, das geht ja auch. Schalke, Choupo-Moting mit 9. Huntelaar ja mit 11, der macht immer ein paar Tore. Wolfsburg mit richtig vielen Leuten da aufgestellt. De Bruyne 10, Virinha 10, Olic 10 und Perisic eben 13. Ja, nicht schlecht. Okazaki 11, der ist ja nach Hertha gewechselt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dortmund, Reus mit 8. Ja, da sind wir interessiert. Habe ich euch ja nicht verheimlicht. Lewandowski hat sich jetzt auf 88 entwickelt. Veranlasst mich dazu, einmal hier in den Teambericht zu gucken. Ja, Neuer ist Weltklasse. Vor allem in der Champions League, die letzten beiden Spiele. Unglaublich heftig. Dann. Benatia, der hat sich auf 85 verbessert um 1. Faire Zweikämpfe 90, Manndeckung 89, Grätsche 87. Krass, was für der Werte. Ramos hat sich verschlechtert. Gut, der war auch verletzt. Aber eigentlich nur in dem physischen Bereich. Und das ist nicht ganz so schlimm. Alaba hat angeblich Heimweh, okay. In Deutschland Heimweh nach Österreich zu haben, wäre gut. Aber der hat sich verbessert um 1. Bei Abfang plus 1, Aggressivität plus 6, Stellungsspiel plus 1. Schweinsteiger auch nochmal auf 89 hochgegangen. Ballkontrolle plus 2, Dribbling plus 4, lange Pässe plus 2, lange Schüsse plus 2. Spielt auch eine ganz gute Saison. Dann Müller, ja, der hat sich auch verbessert. Leider bei Sprinttempo, Beschleunigung und Beweglichkeit überall verschlechtert. Der war ja auch lange verletzt, da ist das verständlich. Stellungsspiel nochmal forciert auf 95. Krass, krass. Der hat schon echt gute Werte. Leider jetzt im Tempo ein bisschen runtergegangen. 21 Partien und 21 Torbeteiligungen in der Bundesliga. Ich denke mal, das ist aller Ehren wert. Lahm auch auf 88 hochgegangen, der hat sich nur verbessert. Bernhard auf 73 hoch. Denke mal, der könnte auch noch 74 schaffen. Denn hier, der hat wirklich sehr viele Werte verbessert. Dann Robben auf 91 plus 1. Es ist heftig. Lange Schüsse plus 2 auf 92, Schusskraft auf 86, Kopfballpräzision um 5, verbessert auf 50. Flanken, ja, da hat er wirklich viele geschlagen, auf plus 3. Der hatte 7 Tore, 8 Vorlagen. In der Champions League 6 Tore, 2 Vorlagen, da ist er deutlich torgefährlicher. Echt heftig. Lewandowski, ja, Bundesliga, was soll ich sagen, 18 Spiele, 14 Tore. Champions League 9 Spiele, 10 Tore. Es ist so heftig, der war am Anfang so ein Sorgenkind. Und dann kam dieser 5er-Pack und auf einmal lief es bei ihm. Jetzt ein 88er-Spieler, krass. Ribéry, einer der Besten der Welt. Bei Robben steht das Gleiche. Auch super diese Saison. Champions League wie Bundesliga, überragend. Stellungsspiel und Abfang, minus 1 jeweils, aber Ballkontrolle, deutliches Plus. Dribbling, lange Pässe, lange Schüsse, Schusskraft, Kopfballpräzision auch komischerweise und Flanken auch. Carvajal wundert mich, dass er sich nicht verbessert hat. Und auch der spielt eine sehr gute Saison. Draxler plus 2, das gefällt mir sehr gut. Das steigert nämlich seine Ablöse, die ich dann vielleicht für ihn erlangen kann. Denn ich plane schon, ihn zu verkaufen, vor allem, wenn ich mir Reus hole. Vielleicht verleihe ich ihn auch, wenn ich genug Geld habe, muss ich schauen. Badstuber hat sich gar nicht verbessert, ein bisschen schade. Denn ich habe ihn eigentlich, ja, jetzt nicht wenig spielen lassen, aber auch nicht viel. Ja, aber ich fand ihn jetzt zumindest nicht schlecht. Ja, Götze bedroht, spielt er zu wenig, oder was? Stellungsspiel plus 4, Abfang und Aggressivität plus 4. Macht
auch einen ganz guten Job eigentlich. Muss ich mal öfter spielen lassen. Thiago plus 1. Der hat ja wirklich sehr viele Spiele gemacht, auch sehr viele gute Spiele. Alonso minus 1. Ist aber schon ein bisschen älter. Leider. Spielt wirklich sehr gut. Ja, Rainer, keinen einzigen Einsatz. Ist klar, dass der unglücklich ist. Lukas Julian Scholl plus 4. Respekt. Emile Heuberg plus 3. Leider momentan verletzt. Und der Selke, auch nicht so schlecht. Hat schon Bundesliga-Tor erzielt. Auch in der Champions League ein bisschen Luft geschnuppert. Hat sich fast überall verbessert. Plus 3. Boateng, tempotechnisch auf 85, das ist überragend. Momentan leider auch verletzt. Ich hoffe, dass er das den Tempopunkt da nicht wieder einbüßen wird. Javi Martinez, gar nichts hat sich da getan. Tom Starke sogar noch plus 1, warum auch immer. Aber auch kein Spiel gemacht, deshalb auch unglücklich. Rode, ein Stück verbessert, momentan verliehen. Jan Kirchhoff, ein paar Sachen auch hier verbessert. Plus 2, momentan auch verliehen. Julian Green plus 3, sehr erfreulich, momentan auch verliehen. Und Gianluca Gaudino plus 4, momentan auch verliehen. Und dann würde ich sagen, können wir auch in die Partie gehen. Auswärts in Leverkusen. Werde ich mal gucken, was ich da von der Elf stehen lasse. Bis jetzt ja nur eine Niederlage in der Bundesliga. Und das dann ausgerechnet bei Borussia Dortmund. Also lasse ich Götze in die Startaufstellung. Für... Na, sagen wir Bernat. Sagen wir Bernat, ja. Und Draxler, den spielenden Sechser, ja, da sehe ich ihn nicht so. Werde ich dann wahrscheinlich nachher für Ribéry einwechseln. Thiago könnte aber mal den spielenden Sechser für Lahm machen. Und Bart Stuber darf dann mal für Ramos in die Mitte, ja. Das können wir gerne so lassen. Ich würde sagen, komm, ich gebe Rainer mal. Ich gebe Rainer mal Spielzeit. Ich würde sagen, Rainer darf spielen. Wir sehen uns gleich im Spiel. Wobei, Tornius mache ich noch an. So, will ich ja alles mitkriegen. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon in der Bayer Arena. Sehen auch ganz geschwind die Ausstellung von Bayer 04 Leverkusen. Mit Kiesling, Çalhanoğlu, Song, Bellarabi, Bender, Reinhardt, Bönisch, Papadopoulos, Toprak, Hilbert und Krešić haben die sich anscheinend geholt. Oder ist der auch so nach Leverkusen gewechselt? Ich weiß es nicht. Dann dürften wir jetzt auch gleich, nachdem wir sich hier die Spieler, die ja utopischen, die obligatorischen, das Wort habe ich gesucht, Handshakes geben. Unsere Ausstellung heute mal José Pepe Reiner ein bisschen Spielzeit gegönnt. 3-5-2er-Formation, ähnlich wie in der Champions League, die hat momentan gut funktioniert, also vertraue ich darauf auf. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Spiel. Oh, Vorsicht, Freistoß, Çalhanoğlu. Ja, da ist er brutal, 1-0 Bayer Leverkusen. Ich habe noch versucht mit Thiago das Unvermeidbare zu vermeiden, aber Çalhanoğlu ist so eine Waffe bei Freistößen. Oh mein Gott, in den Winkel, ich glaube, da hätte auch Neuer nicht viel machen können. José Reiner, Pepe Reiner, was soll er da machen? Çalhanoğlu, schiefer Anlauf, über die Mauer drüber, die springt nicht hoch. Ja, was ist da groß zu machen? Der geht genau in den Winkel, Thiago, ja. Kommt da nicht dran, Reiner kommt auch nicht dran. 1-0, Bayer Leverkusen. Oh, Lewandowski mit Ribéry, Krešić ohne Chance, 1-1. Das ging verdammt schnell. Lewandowski im Zusammenspiel mit Franck Ribéry, das ist gefährlich, das wissen wir nicht seit heute. Und da brauchen wir auch nicht den 30. Spieltag für, um das noch herauszufinden. Oder den 29. Ne, den 30. wenn ich mich nicht täusche. Robert Lewandowski legt ab auf Franck Ribéry. Und das ist dann das 1-1. Lewandowski. Oh, Lewandowski wartet jetzt auf Robben-Ups, versucht mit dem Chipball, hat nicht funktioniert. Aber, na, Lewandowski mit der Grätsche. Bender auf Çalhanoğlu, den Torschützen. Oh, umfummelt hier Benatia, ja, Kiesling. Kiesling, Bartschuh, boah, kretscht da auch vorbei, verdammt. Jetzt Alaba, hart, aber fair. Oh, Robben wieder schneller, Konterfußball mit Ribéry in der Mitte, jetzt Lewandowski, der zieht zurück, warum? Lewandowski, der hat manchmal ein bisschen komische Laufwege, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der da oft in den Rückraum geht, wo ich es eigentlich nicht möchte. Ist mir jetzt schon einige Male aufgefallen. Ah, na, verdammt, Thiago hier mit einer guten Idee auf Robben, auf Ribéry. Ja, das ist ein bisschen tricky bei Lewandowski. Uiuiui, Bellarabi. Dann kein guter Abschluss, aber schön gespielt. Was ist jetzt passiert? Oh, Bart Stuber hat sich verletzt. Das ist nicht gut, ja, dann muss ich anscheinend, ich versuche mal Alonso hier als Innenverteidiger spielen zu lassen. Bin mal gespannt, wie das läuft, so als Typ, der den Spielaufbau macht. Ne, weiter geht nicht, dann ist das schon ZTM. So, bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Probiere ich einfach mal aus. Bart Stuber verletzt. Gut, es gehört jetzt nicht zum Stammpersonal, ist aber trotzdem nicht so schön.
Oh, Robin gegen Bönisch. Ja, schade, da wäre ich ins 1 gegen 1 gekommen. Hab mir den Ball dann leider ein bisschen zu extrem vorgelegt. Hätte ich da nochmal die Laufrichtung gewechselt, wäre das super geworden. Aber Robin gleich mit der nächsten Möglichkeit. Dahinter läuft auch der Müller. Super gespielt. Müller, Krešić ist aber draußen. Schade. Oh, Thiago mit dem Ballgewinn. Pass kommt. Bönisch ist gar nicht so langsam. Und kommt hier tatsächlich gegen Robin hinterher. Aha, das geht also auch. Robin verliert ein Sprintduell. Ich weiß nicht, wie oft das vorkommt. Jetzt. Oh, kommt da bei der Grätsche deutlich zu spät. Forter läuft. Çalhanoğlu auf Hilbert. Oh, und dann hat sich Reinhardt sogar verletzt. Das ist natürlich bitter hier nach der Grätsche von Ribéry. Oh, sieht nicht gut aus. Reinhardt. Aha. Unangenehm. Oh, Lewandowski mit einem Zuckerball auf Robin. Robin, rechts vorbei, links vorbei. Robin gegen Bönisch. Und dann Elfmeter, ja. Bönisch kommt nicht in den Zweikampf rein. Am Ende dann mit dem Foul und mit dem Elfmeter. Natürlich glücklich. Aber Elfmeter ist Elfmeter und den nutzen wir natürlich. Und Müller, unser alter Elfmeterschütze, kann ihn dann auch treten. Und ja, Bönisch kommt hier zu spät, will den Schuss verhindern und trifft dann nur den Fuß von Robben. Klarer Elfmeter. Also, wer tritt an? Robben, Standardschütze ist ja eigentlich Müller. Also der standardmäßige Schütze, nicht der Standardschütze. Spielt Müller? Wo ist der? Da, warum auch immer der verletzt ist. Ja, 88 Elfmeter. Den sollte ich definitiv mit Thomas Müller schießen. Wäre, glaube ich, sein 20. Saisontor. Müller verzögert. Müller. Müller rechts oben, 2:1. Wunderbar. Thomas Müller, der Knierutscher. Er kann es noch. Er kann es noch treffen, das Tor, nach seiner Verletzung. 2:1. So, und dann gibt es jetzt auch den dritten und letzten Wechsel. Lewandowski geht raus, dafür Carvajal rein. Heißt auf dem Papier Müller jetzt in den Sturm und Carvajal auf der Müller-Position, also im Recht. Oh, Carvajal nochmal auf Robben. Ah, diesmal kommt Bönisch hin, schade. Jetzt Pressing, Krešić schaut ihn raus. Alonso, der neue Innenverteidiger, schiebt hier, aber noch fair anscheinend. Draxler, Müller. Müller mit einem guten Pass auf Schweinsteiger. Vorteil läuft, Schweinsteiger, Krešić, Bönisch. Nächste große... Oh, Draxler mit Götze, das scheint auch zu funktionieren. Götze, kennen sich aus der Nationalmannschaft. Götze, Müller, den kennt er auch aus der Nationalmannschaft. Müller, ah, und dann wollte ich ihn auf Raum spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Bönisch macht kein schlechtes Spiel. Der fängt hier eigentlich viele Konter ab. War natürlich dann unglücklich mit dem Elfmeter da. Gerade jetzt Müller. Ja, den legt er hier vorbei. Müller, 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 Krešić. Nachschuss, nein, rausgeköpft. Nächste Chance, das Ding hier klar zu machen. Aber Leverkusen bäumt sich nochmal auf. Çalhanoğlu, Çalhanoğlu, Toprak. Jetzt Stürmer mit der Hacke auf Kießling. Kießling. Kießling, immer noch Kießling. Schweinsteiger hechtelt dahinter her. Kießling, Schweinsteiger blockt ihn ab. Oh, Toprak verliert den Ball. Müller, der Torwart. Ich weiß nicht, ob er mit draußen war oder ob er da nur am Elferpunkt stand. Müller jetzt auf jeden Fall scheitert gegen Papadopoulos. Nee, der Torwart war nicht mit draußen. Der stand da nur am Mittelkreis. Krešić. Partie ist aber auch vorbei. 2:1. Auswärts in Leverkusen gewonnen. Sehr zufriedenstellende Leistung. Müller, ja, mit dem Tor. Eben auch Ribéry. Und ich glaube, Lewandowski hat beide vorbereitet. Auf jeden Fall starkes Spiel wieder von meinem Sturm. Schalke setzt sich gegen Stuttgart mit 3:1 durch. Ich weiß nicht, ob Stuttgart da auch oben mit drin ist. Wenn ja, war es ein wichtiger Sieg. Nee, sind sie nicht. Aber Schalke ist an Leverkusen vorbeigezogen und ist momentan auf Platz 4. Ja, Dortmund ist, denke ich mal, so gut wie sicher Dritter. Die haben 4 Spiele weniger als Schalke den vierten und ja, haben trotzdem einen Punkt mehr. Wie viel ist denn Stuttgart? Stuttgart ist 11. Okay. Also momentan, Hamburg kann da auch noch reinrutschen. Gladbach eben auch, die haben noch ein Spiel weniger. Sehr spannend, was es da ja um den Platz 4 noch so geht. Und ich habe mich jetzt gerade dazu entschieden, die letzten 4 Spiele jetzt zu simulieren und in diesem Part die Bundesliga-Saison zu beenden. Bart Stuber, verstauchter Knöchel, für 4 Wochen fällt er aus. Und dann, ja, in diesem Part die Bundesliga-Saison zu beenden und dann im nächsten das Champions-League-Finale zu spielen, um dann tatsächlich die Saison abzuschließen. Ich lasse Götze nochmal spielen für Bernhard, auch wenn er einen guten Job macht. Nicht Draxler, Götze. Und vielleicht nochmal Alonso für Schweinsteiger, genau. Der hat mir nämlich auch als Innenverteidiger ganz gut gefallen, muss ich ja sagen. Und so, Heim gegen Augsburg. Bin mal gespannt, wie das Ganze dann aussieht. Schauen wir doch mal. Sollten wir gewinnen, die haben ja nach 2 Niederlagen in Folge jetzt 1:1 gespielt. Lewandowski nach 4 Minuten, das sieht doch schon mal gut aus.
Und weiter geht's mit einer gelben Karte von Hong Yong-ho. Gelb-rote Karte. 2-0 Lewandowski. Wunderbar. Wie sieht's weiter aus? Kajubi für Vollner. Schweinsteiger für Alonso. Werner gelb. 2-0 wird erreicht. Hauptsache Sieg. Thiago nochmal rein für Robben. Und 3-0 durch Schweinsteiger. Wunderbar. Also sehr erfolgreiches Spiel hier. Kein Gegentor. 3 Tore gemacht. Und wir sind... Ja, wir sind schon sicher Meister. Wolfsburg hat nur noch 2 Spiele und haben 9 Punkte weniger. Wir sind schon sicher Meister. Ja, dann kann ich jetzt auch alles simulieren. Ja, eine Niederlage auswärts in Dortmund. Das war ein bisschen schade, was mir da passiert ist. Na. Ich hätte gerne die Saison ohne Niederlage beendet, aber das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Da wollte ich jetzt nicht nur draufklicken. Und wir haben noch ein internes Duell zwischen Lewandowski und Müller. Aber ich denke mal, das sollte Müller gewinnen, die Torschützenkanone. Es sei denn, Lewandowski dreht jetzt hier nochmal richtig auf. Nochmal so 5 Tore in einem Spiel, wer weiß. So, Spieler ist auskuriert. Holger Badstuber, das ging ja dann schnell. Und wir haben monatliche Scouting-Berichte. Hier in Brasilien nichts wirklich super Interessantes. Dann, wen haben wir hier? Unseren Schweizer, schon wieder so eine Rakete. Fragezeichen. Oh... Ja, hier ist weggegangen. Sah auch nicht so schlecht aus. 91er Potenzial. Ja, sieht wirklich nicht so schlecht aus. Ich nehme ihn mal mit. Den Prettenhaler. Und aus dem guten alten Vaterland. Was gibt's da? Oh, 91er. 94er Potenzial. Und zweimal 87 und einmal 91. Der sieht ganz gut aus. Mlapa. Zing ging Mlapa, weil er 64er gesamt hat. Beziehungsweise bis zu 64 gesamt. Und er sieht auch gut aus. Nehme ich mal beide mit. Und dann noch aktuelles aus England. Das ist ja gerade relativ uninteressant. So, dann gucke ich nochmal, wie ich jetzt hier auswärts spielen werde. Dann darf Schweinsteiger wieder ran für Alonso. Lahm mal raus für Thiago und Martinez mal für Benatia. Und Carvajal mal für Müller. Machen wir es so. Ja, machen wir es so. Und dann schauen wir doch mal, wie das Ganze dann aussieht. Wird heute eine etwas längere Folge. Und auswärts in Freiburg. Schauen, wie das dann hier aussieht. Haben 0-3 verloren. In Hamburg. Oder gegen Hamburg? Doch, in Hamburg. 1-0 durch Memedi. Freiburg führt. Interessant. Taugt dieses System auswärts nicht? Fragezeichen. Schweinsteiger gelb. Die ersten 35 Minuten. Noch kein Tor für uns. Aha. Zweite Niederlage wäre bitter. Unentschieden wäre doch mal schön. Lahm kommt für Ribéry. Wie das dann taktisch aussehen soll, weiß ich nicht. Klaus für Meha. Müller für Schweinsteiger. 85 Minuten um. 1-0 auswärts in Freiburg verloren. Zweite Saisonniederlage. Bitter, bitter. Na, trotzdem schon sicher Meister. Schade. Ja, ein bisschen bitter. Aber das bringt dann die Simulation nochmal mit sich. So, dann jetzt nochmal zu Hause gegen Gladbach. Da lasse ich dann aber doch nochmal... Wobei, ich habe ja eigentlich so gut wie die erste Elf spielen lassen. Jetzt vielleicht noch Carvajal raus. Dafür dann Müller rein. Und Draxler mal für Götze. Oder meinetwegen auch für Ribéry. Und dann ins nächste Spiel. Und dann ist nur noch das letzte. Ich weiß aber gerade nicht gegen wen. Also zwei Bundesligaspiele haben wir noch. Ich habe gesagt, dass ich in diesem Part die Saison abschließen möchte. Hoffe, euch stört das jetzt nicht so sehr, aber die Bundesliga ist ja jetzt eben schon gegessen gewesen. 1-0 durch Lahm, vierte Minute. Also zu Hause klappt dieses System. Korb kriegt gelb. Gelb auch für Alaba. Lahm macht Tore. Passiert auch nicht häufig. Draxler. Rotation hat sich gelobt, macht ein Tor. Gelohnt. Nicht gelobt. 37. Jetzt sind 60 Minuten um. Ribéry kommt für Götze. 80 Minuten um, 2-0 wird ja komplett ausreichen. Lewandowski mit dem 3-0. Wunderbar, also zu Hause wieder ein 3-0. Das scheint zu funktionieren. Und ja, Lewandowski kämpft sich nochmal ran. Bräuchte jetzt einen Viererpack im letzten Spiel, um sich gegen Müller durchzusetzen. 81 Punkte. Ist doch dann sehr ordentlich. Und Schalke ist tatsächlich Vierter. Dortmund Dritter. Ja, das war, glaube ich, vorauszusehen. Und Gündogan bleibt anscheinend doch. Okay, heim nochmal gegen Mainz. Und... Da es sein letztes Spiel für diesen Verein sein wird, werde ich Tom Starke reinrotieren. Hier, bitteschön. Du darfst auch nochmal, ich lasse nochmal ein paar B-Spieler spielen. Bernat für Götze, Ribéry für Draxler, damit er auch nochmal
vielleicht einen Assist sammeln kann. Thiago für Lahm. Carvajal für Müller. Ja, können wir so machen. Und dann schauen wir uns das doch mal an, wie das dann letztendlich aussieht. Zu Hause gegen den FSV Mainz 05. Ich gucke einmal kurz auf die Uhr, 20.30 Uhr, also alles gut. Ihr seht es, wir haben es gerade erst den... Ach, hier steht gar nicht das Datum. Na, ist egal, wir gucken uns jetzt erstmal das Spiel an. 1-0 durch Robben nach 3 Minuten, wunderbar. Ist der 10.11. Ihr werdet dieses Spiel wahrscheinlich erst im nächsten Jahr sehen. Ich bin gerade so in der Aufnahmephase. Richtig heftig. Bin mal gespannt, wann ihr diesen Part sehen werdet. Wahrscheinlich kurz vor Neujahr, kurz nach Neujahr. Dieses Video entsteht im November 2014. So, Rukavica für Alagri. 1-0 immer noch. Es scheint nicht viel zu passieren. Hauptsache Sieg, würde ich jetzt erstmal sagen. 2-0 durch Müller. Der wurde eingewechselt. Und 90 Minuten sind jetzt vorbei. 2-0 gewonnen. Hamburg gewinnt gegen Schalke. Da bin ich doch mal gespannt. Ja, Gladbach hat 2-0 gegen Augsburg gewonnen. Damit ist Schalke, glaube ich, nur Fünfter. Schauen wir uns die Tabelle nochmal an. Hier, Tabellen. Champions League, Euroleague. Oh, Euroleague. Dortmund hat die Euroleague gewonnen. Okay, die sind nur Dritter in der Gruppenphase gewonnen. Okay. Schalke ist tatsächlich nur Fünfter geworden. Am letzten Spieltag verspielt. Dumm kann man sein. Dortmund Dritter, Wolfsburg Zweiter. Ja, 14 Punkte Vorsprung. Am Ende Bayern Erster. Dann Torjäger. Gucken wir uns auch nochmal in der Bundesliga an. Ach, da war es doch. Bundesliga, jetzt schon wieder auf R2 gedrückt. Das dauert aber gerade irgendwie so verdächtig lange. Ach nee, hier haben wir es doch. 21 Tore Müller, 17 Lewandowski, 10 Ribéry. Robben noch drin? Nee, anscheinend nicht. Oder habe ich mich verguckt? Anscheinend nicht. Naja, Immobile 9. Reus 10. Naja, Perisic 13. Der ist da irgendwie lange bei geblieben. De Bruyne 12. Olic 10. Virinha 10, Fafan 10, Choupo-Moting 11 und Huntela 13. Und wir haben noch 4 Nachrichten zu ihrer Leistung. Spieler ist auskuriert. Pierre-Emile Heuberg, 13 Millionen für die Bundesliga-Schale gewonnen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part im Champions-League-Finale, mit dem wir dann die Saison abschließen können. Spieler des Turniers bekannt gegeben ist, wer? Ach, deutscher Pokal, okay. Torhüter des Turniers. Binaglio ist Torwart der Bundesliga-Saison. Müller ist, treffsicher in der Bundesliga gewesen, also Torschützenkönig. Das ist die Mannschaft der Woche. Und Okazaki ist Spieler der Bundesliga-Saison. Okay, interessant. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part im Champions-League-Finale. Haut da rein, bis dahin, macht's gut, tschüss.